Guten Abend, meine Damen und Herren. Mit zweistündiger Verzögerung haben die Tarifpartner der Metallindustrie gegen 22 Uhr ihr Spitzengespräch in Frankfurt wieder aufgenommen. Die Sitzung war fast 4 Stunden unterbrochen. Von der IG Metall war in der Verhandlungspause erklärt worden, der Vorschlag der Arbeitgeber, sofort vorgezogene zentrale Tarifverhandlungen aufzunehmen, sei vom Tisch. Demgegenüber betonte der Arbeitgeberverband Gesamtmetall, dieses Angebot gelte weiter. Ein Sprecher von Gesamtmetall wies den Einwand der Gewerkschaft, nach zentralen Tarifverhandlungen sei auch eine allgemeine Aussperrung der Arbeitnehmer durch die Arbeitgeber möglich, als rechtlich unhaltbar zurück. Und wir melden uns nochmal aus dem Europäischen Parlament hier in Straßburg. Wichtige, vielleicht sogar historische Entscheidung. Das Urheberrecht geht jetzt ins Internetzeitalter. Und ein Mann, der das maßgeblich mit betreut hat und verhandelt hat fürs Europäische Parlament, ist jetzt bei mir, Axel Voss, Berichterstatter und von der EVP-Fraktion. Herr Voss, das müsste heute ein Tag größter Zufriedenheit für Sie sein, oder? Also aufgrund der Umstände, wie das nun alles erreicht wurde, muss ich sagen, zumindest bin ich sehr erleichtert. Ich weiß, dass viele zu Hause jetzt frustriert sein werden, insbesondere vielleicht Schüler, Jugendliche, die meinen, wir würden dort das Internet irgendwie zu Fall bringen. Den möchte ich nur auch mitteilen. Ihr könnt alles hochladen, was ihr wollt. Weil Eigentum ist Diebstahl. Nochmal. Eigentum ist Diebstahl. Hat er da noch Helm? Das sollte man auch auf der Baustelle. Helm müssen wir auf der Baustelle. Ja. Baustelle. Baustelle. Ja. Baustelle. Baustelle. Ja. Baustelle. 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 People.